Julian Thumann, es geht weiter auf der Distelhäuser Handballtour, wie wir immer so schön sagen. Und für euch geht es jetzt nach Emstetten. Ihr seid also parat, fahrt jetzt gleich los. Wie schaut es aus? Wie ist die letzte Woche nach dem Sieg verlaufen, wo man mal wieder ein bisschen mehr Zeit hatte, um ein bisschen Luft zu holen? Ja, wir hatten eine sehr gute englische Woche, wo wir 2 Spiele aus 3 gewinnen konnten. Natürlich nicht ganz optimale Bedingungen aufgrund der Corona-Lage bei uns, aber da sind wir sehr zufrieden rausgegangen und haben den Schwung mitgenommen in eine Trainingswoche jetzt, in eine erste normale Trainingswoche, und freuen uns auf das Spiel heute, wollen unbedingt 2 weitere Punkte holen, haben gerade ein ganz gutes Gesicht, einen ganz guten Lauf, und das wollen wir auch heute wieder zeigen und gegen Emstetten gewinnen. Ja, Emstetten, verkehrte Zeichen, nicht? Die spielen vielleicht noch mit und wenn Aufstieg, stehen da oben drin. Und bei euch, ihr habt euch jetzt so ein bisschen absetzen können, aber für die ist natürlich dieses Spiel auch eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Ich meine, so weit oben stehen sie gar nicht, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für sie. Trotzdem, und dem sind wir uns auch bewusst, dass die Punkte genauso brauchen wie wir. Und ja, ich erwarte schon ein Kampfspiel, ein kämpferisches Spiel, wie es Hinspiel auch war. Das haben wir damals gewinnen können. Wir haben uns gut vorbereitet. Von dem her glaube ich auch heute, oder bin ich sehr guter Dinge, dass wir auch heute das Spiel offen halten können und gegen Ende das glücklichere Ende auf unserer Seite haben. Wie schaut es im Kader aus? Es ist ja immer das große Thema Quarantäne, Corona-Infektion. Wie schaut es bei euch aus? Ja, wir haben einen Corona-Fall mit Jonas Link noch gehabt, letztes Wochenende, der noch in Quarantäne ist. Der fehlt uns natürlich, vor allem weil Bene Brillmeier, Steffen Kaufmann auch diese Woche erst einsteigen konnten und ihre Routine noch finden müssen. Aber da wollen wir uns nicht beschweren. Felix Jäger fehlt noch, der fehlt ja jetzt eine längere Zeit mit seiner Ellenbogenverletzung. Ansonsten steht der Kader, es sind alle fit und wir freuen uns drauf. Dankeschön. Gerne. Meine Lieblings-App? Meine Lieblings-App? Meine Lieblings-App? Ist doch klar. Ist doch klar. Die offizielle App der zweiten HBL und Liquimoli HBL. Damit bleibst du immer am Ball. Hol sie dir jetzt auf dein Handy. Dominik Schömig, das letzte Spiel für dich ausgesprochen gut gelaufen. Du warst in der Mannschaft der Woche bei der HBL. Und jetzt geht es für euch weiter nach Emstetten. Die Fahrt hast du ja schon öfters in deiner Karriere hinter dir. Wie schaut es jetzt heute aus? Ja, ich glaube gut. Wir können endlich mal wieder aus dem Vollen schöpfen. Haben eine gute Woche trainiert. Hoffen wir, dass wir die, den Flow der letzten Spiele mitnehmen. Und dann glaube ich auch, dass es gegen Emstetten was wird, ja. Jetzt ist natürlich die Tabellensituation und alles so ein bisschen durcheinander in diesem Jahr und wir stehen alle vor großen Herausforderungen in einer besonderen Situation. Was glaubst du denn Rest der Saison, wie werden die Wölfe die meistern? Ja, wie du schon sagst, aktuell ist die zweite Liga, glaube ich, so ausgeglichen wie noch nie. Die Mannschaften aus dem unteren Tabellenfeld punkten auch gegen die oberen. Also irgendwie kann jeder gegen jeden gewinnen. Wir müssen einfach schauen, und ich meine, wenn wir unsere Leistung eigentlich bringen, dann können wir eigentlich auch jeden schlagen, und ich glaube, dass wir das dieses Jahr auf jeden Fall noch gerockt kriegen. Wir haben viele Heimspiele, was auch sehr positiv natürlich für uns ist, und wenn wir die gewinnen schon allein, dann soll das reichen, ja. Ja, dann wünschen wir natürlich eine gute Fahrt und am besten 2 Punkte. Dankeschön, Dominik. Ich danke dir. Ciao, ciao.